Ja, hallo liebe Preußen-Fans. Frohes neues Jahr wünschen wir euch noch. Ihr hattet eine spannende Weihnachtszeit. Ihr konntet nämlich die ganze Zeit raten, wer in unserem Sack ist. Und es war ja Daniel Masoch. Wie war deine Weihnachtszeit? Ja, die war sehr besinnlich, sag ich mal. Nein, wir haben viel unternommen, haben ein bisschen abgeschaltet, nicht mehr so an Fußball gedacht und ich bin auch noch ein bisschen in Urlaub gefahren. Jetzt freuen wir uns, dass wir in die Sonne fliegen können und ja, und da eine gute Zeit haben werden. Wir haben ja so am Anfang, natürlich bevor wir ihn in den Sack gesteckt haben, zusammen überlegt, was wir für Fragen stellen konnten. Wir fanden es eher schwierig, aber die Antworten haben eigentlich gezeigt, dass es doch nicht so schwer war, dich zu erraten. Erstaunt dich das? Ja, da habe ich mir jetzt gar nicht mehr so viel Gedanken darüber gemacht. Wir hatten wirklich Probleme damit, die Fragen auszusuchen. Zum Glück hatte ich ja ein paar Tiere in meinen Verein. Hat die Sache ein bisschen erleichtert, dass es dann eventuell so einfach war, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, bevor er jetzt erkältet in den Spanien Trainingsurlaub fährt, wollen wir einfach mal den Gewinner ziehen. Wir haben ja zwei Preise, die wir vergeben können. Einmal das Abendessen in der Poolhall mit Poolspielen und Dartspielen. Und der zweite Preis, den wir dann gleich ziehen, ist die Bettwäsche, gesponsert vom SC Preußen Münster. Meine Assistentin Klaus gibt mir mal unsere Schüssel. Wühl doch vielleicht noch ein bisschen drin rum. Der erste Preis ist jetzt das Abendessen. Ich hoffe, ich bekomme keinen Ärger. Was? Ich hoffe, ich bekomme keinen Ärger. Nein, keinen Ärger. Wie ich jetzt hier ziehe. Wir schauen mal. Conny Mannefeld. Ja, herzlichen Glückwunsch. Conny Mannefeld, ein Abendessen für zwei Personen. Kannst du schon mal überlegen, wer es sein darf? Kennst du nicht, ne? Nö. Gut, hätte mich auch gewundert. Zweiter Preis, die Bettwäsche, ich demnächst. Aufgeschrien. Okay. Keine Manipulationsverdächtigung hier. Dirk Schübner. Herzlichen Glückwunsch, Dirk Schübner. Du kannst demnächst im Adlergewand schlafen. Ich hoffe, deine Freundin, Frau oder sonst was, vielen Dank, Klaus, mag die Bettwäsche auch. Dir nochmal ganz herzlichen Dank, dass du auch zur Ziehung da warst. Und ja, wünschen dir noch einen weiter guten Einstieg in die Saison und vielen Dank, dass du im Sack warst. Gerne und danke. Ciao.